Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Politik, von Vereinen und Verbänden, von der Kirche sehe ich im Moment niemanden. Vom Runden Tisch für Toleranz und Demokratie, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Stadt Neumünster, im Namen des Oberbürgermeisters und der Ratsversammlung hier im Foyer des neuen Rathauses und danke Ihnen allen, dass Sie sich heute hier für diese Gedenkveranstaltung zum Internationalen Holocaust-Gedenktag eingefunden haben. Probst Block kann heute leider nicht teilnehmen, weil zurzeit der Gedenkgottesdienst für die Opfer der schrecklichen Tat in Brokstedt stattfindet. Und diese schreckliche, erschütternde Tat überschattet auch unseren Gedenktag. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und darum möchte ich dieses Gedenken in den heutigen Tag auch mit einschließen. Aber auch den vielen Einsatzkräften gilt mein Mitgefühl, ebenso wie den Schülerinnen und Schülern, die dieses traumatische Erlebnis zu verarbeiten haben. Und hinter allen Opfern, sei es nun die beiden jungen Menschen und ihre Familien oder die Opfer unserer jüngsten Geschichte, stehen immer Einzelschicksale und derer wollen wir heute gedenken. Meine Damen und Herren, die Begriffe Holocaust und Shoah stehen beide für den systematischen Völkermord an etwa 6 Millionen Juden. Die Begriffsbedeutung unterscheidet sich jedoch. Holocaust kommt vom griechischen Holocaustos und bedeutet vollständig verbrannt. Dies bezieht sich auf die in der Antike verbreitete religiöse Praxis der Verbrennung von Tieren als Opfer. Und das macht die Absurdität und die Unmenschlichkeit dieses Begriffes, dieser Schergen, erschreckend deutlich. Juden benutzen seit 1945 lieber das hebräische Wort Shoah. Es bedeutet Zerstörung oder große Katastrophe. 1948 nahm man den Begriff sogar in die Unabhängigkeitserklärung Israels mit auf. Nun, meine Damen und Herren, wenn wir uns die Ereignisse nicht nur in Europa, sondern in vielen anderen Ländern ansehen, so ist diese Shoah heute wieder aktueller denn je. Viele Menschen werden verfolgt, getötet, ihre Identität beraubt. Auch wenn das augenscheinlich nicht unmittelbar in unserem Land passiert, so ist es doch an uns, alles zu tun, damit es nicht wieder passiert. Und darum müssen wir immer wieder Extremismus und Fremdenhass entschieden entgegentreten. Hier in unserer Stadt, vor unserer Haustür, mag es gelingen, aber wenn wir zum Beispiel den Blick in unsere Hauptstadt oder in andere große Städte richten, so sind die Ereignisse dort erschreckend. Offen zur Schau gestellter Judenhass muss mit allen Mitteln bekämpft und mit allen rechtlichen Mitteln geahndet werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck sagte in seiner Rede anlässlich des Holocaust-Gedenktages 2015, ich zitiere, Gedenktage führen eine Gesellschaft zusammen in einer Reflexion über die gemeinsame Geschichte. Denn ob wir es nun wollen oder nicht, einschneidende Ereignisse hinterlassen ihre Spuren bei den Akteuren und Zeitzeugen, aber auch bei den nachfolgenden Generationen. Eine der wichtigsten Lehren aus dem Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit lautet zweifellos, dass Verschweigen offenkundiges Verbrechen und offenkundige Schuld nicht tilgt. Zugleich wissen wir auch, Gedenktage können zu einem Ritual erstarren, sogar zu einer leeren Hülle, gefüllt mit stets gleichen Beschwörungsformeln. Wir wissen auch,
Gedenktage alleine bewahren uns nicht davor, im Hier und Heute gleichgültig zu werden. Zitat Ende. Aber diese Gefahr der Gleichgültigkeit besteht hier in Neumünster nicht. Da bin ich mir sicher. Das zeigt auch Ihre Anwesenheit heute. Wir haben eine aktive Bürgergesellschaft, die sich auch abseits von normierten Terminen für die Erinnerung und die Aufgabe und die Aufarbeitung der Geschichte einsetzt. Und wer sich daran erinnert, warum wir gerade im Jahr 2012 damit begonnen haben, diesen Gedenktag zu begehen, der weiß auch, dass wir aufgrund unserer eigenen Neumünsteraner Geschichte und den damaligen Anfeindungen der Rechtsextremisten gut daran tun, weiter Stärke zu beweisen. Der Club 88 ist nun schon länger Geschichte. Aber trotzdem dürfen wir in unserer Arbeit gegen Extremismus nicht nachlassen. Und dabei hilft uns auch der heutige Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der 1996 in Deutschland von Bundespräsident Roman Herzog proklamiert wurde und 2005 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt wurde. Es ist der 27. Januar, an dem 1945 Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau befreiten. Dies war nur ein Konzentrationslager von vielen, das sinnbildlich für die schrecklichen Taten steht, und genau an diese wollen wir uns heute erinnern und daraus lehren, für das Hier und Jetzt und für unsere Zukunft zu ziehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute gedenken wir zum 12. Mal der Opfer, die unter der totalitären Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, gefoltert und ermordet wurden. Es waren Millionen Menschen, die Opfer der Nationalsozialisten wurden. Juden, Christen, Sinti und Roma, die slawischen Völker, Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Andersdenkende, Homosexuelle, Behinderte und Kranke, derer wir heute besonders gedenken. Die Liste ist lang. Nur leider gibt es auch heute wieder lange Listen von Verfolgten und Getöteten. Die Gräueltaten in dem aktuellen Krieg mitten in Europa und in vielen anderen Ländern lassen einen zuweilen mutlos werden, wozu Menschen fähig sind. Das haben Menschen angetan. Auf diesen so einfach wie erschreckenden Nenner brachte die polnische Schriftstellerin Sofia Nadkowska, was sie als Mitglied einer internationalen Untersuchungskommission unmittelbar nach der Befreiung in den Konzentrationslagern gesehen hatte. Und auch 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist es noch immer unvorstellbar, zu welchen Gräueltaten Menschen fähig waren. Viele Millionen Schicksale, an die Stolpersteine in unserer Stadt und Kunstwerke im Rathaus erinnern. Und auch heute erinnern wir uns hier und setzen ein Zeichen, dass es in dieser Welt weder Menschenverfolgung noch Massenvernichtung oder Krieg geben darf. Dieser Tag sagt uns, schützt und bewahrt die Menschlichkeit. Schützt und bewahrt die Rechte eines jeden Menschen. In Neumünster wird man die Zeit des Holocaust und Krieges nicht vergessen. An dieser Stelle möchte ich mich beim Runden Tisch für Toleranz und Demokratie und dem evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Altholstein für die unermüdliche Arbeit und auch für die Erweiterung der Gedenkfeierlichkeiten zum 27. Januar und den anschließenden Gottesdienst und weiterer Veranstaltungen bedanken.
Wir beweisen damit wieder einmal mehr unser Selbstverständnis als weltoffene, tolerante, eben bunte Stadt. Jede Form von Fremdenhass hat in unserer Stadt keinen Platz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir gedenken heute der Opfer des Nationalsozialismus und legen in diesem Gedenken Kränze vor unserem Mahlmal gegen Diktatur und Gewaltherrschaft in Deutschland nieder. Und wir setzen damit ein Zeichen gegen das Vergessen. In Erinnerung an die vielen Opfer unserer jüngsten Geschichte, aber auch in Erinnerung und zum Gedenken der beiden Jugendlichen, die so schrecklich zu Tode gekommen sind, darf ich Sie nun bitten, für eine Schweigeminute innezuhalten. Ich danke Ihnen. Jetzt wird Dr. Christoph Ostheimer für den Runden Tisch für Toleranz und Demokratie sprechen, ehe wir dann gemeinsam die Kränze an unserem Mahnmal niederlegen. Und nach der Kranzniederlegung findet dann um 18 Uhr der Gottesdienst in der Wezelinkirche statt. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gedenkende in diesem Rathausfoyer. Anfang des Jahres 2012 nahmen Henning Möbius und ich zusammen mit Angelika Bär und dem leider inzwischen viel zu jung verstorbenen Peter Mattisen an der zentralen Gedenkfeier für die Opfer der aus rassistischen Motiven erfolgten Morde an 8 türkeistämmigen und einem griechenlandstämmigen Bürger im Berliner Konzerthaus teil. Die zentrale Rede hielt damals Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin damals. Auf Vorschlag des damaligen Oberbürgermeisters Tauras vertraten wir dort die Stadt Neumünster. Und dieser Besuch war sozusagen, könnte man sagen, die Geburtsstunde dieser Tradition von des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus in Neumünster. Wir haben es ja gerade gehört, dass dies nun das 12. Mal ist. Am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des KZ Auschwitz, gedenken wir der Opfer des Nationalsozialismus durch eine Feierstunde, durch einen anschließenden ökumenischen Gottesdienst, auch heute um 18 Uhr, und durch ein Begleitprogramm, das meistens aus einer Ausstellung wie heute oder einem Film oder Kulturveranstaltungen besteht. Dabei richten wir unser Augenmerk, den Fokus dieses Gedenkens jedes Jahr auf eine andere Opfergruppe. Es waren in der Vergangenheit die Opfer des Genozids an den Juden und Jüdinnen unseres Landes und Europas. Es waren die Verfolgten und Ermordeten der Sinti und Roma. Es waren die Homosexuellen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und ausgemerzt werden sollten und wurden, derer wir gedacht haben, die Zeugen Jehovas oder die Angehörigen der kommunistischen und sozialistischen Arbeiterbewegung. In diesem Jahr 2023 richten wir unseren Blick auf die Menschen, die wegen ihres körperlichen oder seelischen Leidens wegen ihrer Beeinträchtigung von den Nazis als lebensunwert betrachtet wurden und eliminiert werden sollten. Dies geschah auch hier in unserer Stadt und in unserer Region. Gleich im ökumenischen Gottesdienst werden wir erfahren von dem Schicksal der Menschen, die aus Ricklingen, aus der Anstalt dort, aus dem Missionswerk Ricklingen heißt es, eben der Eliminierung zugeführt wurden. Es waren über 200 Menschen, die dort betroffen waren. Und in einem Film, der gestern Abend sehr beeindruckend für uns Teilnehmenden
im KDW gezeigt wurde und heute Abend übrigens nochmal um 20 Uhr gesehen werden darf, geht es um eine Künstlerin, eine Bildhauerin, die mit der Diagnose Psychosen bzw. Schizophrenie von den Nazis eben auch erst zwangssterilisiert wurde und dann in der Folgezeit immer wieder, wenn sie einen psychotischen Schub hatte, in entsprechende Anstalten eingeliefert wurde, wo sie vieles auszuhalten hatte, bis in die 50er, 60er Jahre. Dorothea Buck. Wer Hamburg ein bisschen kennt, kennt auch Kunstwerke von ihr, wunderbare Plastiken, die mich persönlich an die Plastiken von Ernst Barlach erinnern, auch in ihrer Qualität. Ich empfehle Ihnen, diesen Film anzusehen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Die Persönlichkeit dieser Frau, die dort im Interview lebendig wieder wird, zu erleben. Was wir aber jedes Jahr immer nie aus den Augen verlieren wollen und dürfen, das ist die Losung der Überlebenden des KZ Buchenwald, die geschworen haben, nie wieder Faschismus und Krieg. Die aktuelle Entwicklung in unserem Lande, Rassismus, Antisemitismus und Militarismus zu erkennen und dagegen anzugehen, sehen wir als unsere ständige Aufgabe an. Dem dient auch diese Ausstellung, die hier von der VVN, Bund der Antifaschisten, aufgebaut wurde über den Neofaschismus in Deutschland. Die VVN-BDA ist eine der Mitgliedsorganisationen des Runden Tisches, den ich hier vertrete. Und ich will noch darauf hinweisen, dass wir schon in unserer nächsten Vollversammlung des Runden Tisches am 6. März auch die Frage stellen werden, welche Opfergruppe wollen wir denn nächstes Jahr, am 27. Januar 2024, unser Augenmerk richten. Denn es geht uns darum, immer möglichst viele Menschen daran zu beteiligen, an diesem Gedenken, an der Vorbereitung und Durchführung des Programms für dieses Gedenken. Das werden wir also am 6. März in die Hand nehmen. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden, Sie bitten, jetzt mit uns gemeinsam die Grenze niederzulegen und möglichst auch dann zum Gottesdienst in die Witzelinkirche zu kommen. Vielleicht auch heute Abend den Film noch anzusehen. Es lohnt sich wirklich. Dankeschön.